Hallo, hallo, meine lieben Bastler! Willkommen zu meinem nächsten Samstagsvideo. Heute dreht sich alles um diese Karte, die ich mit Aquarelltechnik gestaltet habe. Und wie aus dem das wird, zeige ich Ihnen jetzt. So, meine Lieben, dann starten wir jetzt los ins heutige Kreativvideo. Das wird also die Karte sein, die wir basteln. Ich zeige es jetzt einmal ganz von nahe. Und ich finde ja so Aquarelltechnik immer ganz besonders schick. Mir gefällt das einfach immer total gut. Und ich liebe solche Kränze. Sowas finde ich einfach mega, mega schön. Und ich finde, da braucht es dann auch gar nicht mehr wirklich einen Spruch. Also ich mag das total, dass die so neutral gehalten ist, die jetzt wieder für sämtliche Anlässe sehr, sehr gut passt und einfach nur schön ist. Also finde ich halt einmal, ich mag sowas total. Und ja, ich habe mir eben überlegt, wie kann man das am besten machen, dass die Blätter und alles dann so schön gefärbt sind. Ich mag das einfach, ich liebe es, ich kann es nicht anders sagen. Und von daher habe ich jetzt einfach mal halt für mich das so gemacht, wie ich das als gut empfinde und habe da schon mal die Teile ausgestanzt. Ich weiß, manche bemalen zuerst das Papier und stanzen dann aus, aber ich finde es so umgedreht auch einmal ganz interessant, weil man viel punktueller eigentlich drauf arbeiten kann, so wie man es halt gerne möchte und ein bisschen mehr Einfluss nehmen kann drauf. Das heißt, bereiten Sie sich bitte für das Video zum Basteln Folgendes vor. Das sind zwar Kränze aus dem Stanzteilen-Set Schmück den Kranz, heißt der. Das ist ganz neu, ist im neuen Jahreshauptkatalog zu finden und passt mit dem Stempelset Kreative Kränze zusammen. Wobei es keine Stanzform gibt für diesen Kranz. Also es gibt wohl die Stanzformen für die Blüten und auch für die Herzen, für die Ostereier und auch für die Birnen. Also da ist alles drinnen, auch das Vogel kann man ausstanzen und die Blätter. Das ist alles da enthalten, aber der Kranz selber geht mit diesem Stanzteil nicht. Also das ist eine andere Art von Kranz. Sieht man eigentlich, glaube ich, ganz schön, wenn ich es da mal drauflege, dass das nicht miteinander harmoniert sozusagen zum Ausstanzen. Macht aber nichts, es gibt einfach halt nur eine Vielfalt mehr. Und was ich bei dem Set sehr schön finde, ist, dass man diverseste Sprüche drauf hat. Also Ostern, man hat frohe Weihnachten, man hat lieben Dank, man hat beste Wünsche, man hat von Herzen für dich, wo man auch nur das von Herzen abstempeln könnte. Also man hat da sehr, sehr viele Möglichkeiten wieder mit dem. Und ich finde da ganz besonders entzückend eben die zwei Herzen, die da drinnen sind. Finde ich ganz, ganz süß gemacht. Ja, das ist also das Stempelset und das ist das Standset-Teil. Dazu gibt es zusammen das Produktpaket, wenn man möchte. Und aus dem habe ich mir jetzt eben die beiden Kränze ausgestanzt und alle Blumen, die drinnen sind. Also es gibt dreimal die kleine Blume und zweimal die große, habe ich mir jeweils einmal ausgestanzt. Und ausgestanzt habe ich es aus Seidenglanzpapier. Das eignet sich einfach für Aquarelltechnik total gut. Man könnte auch Aquarellpapier nehmen, aber ich finde das Seidenglanz total super. Dann habe ich mir schon mal vorbereitet eine Kartenbasis. Wie immer bei mir 14,5 x 21 gefalzt bei 10,5. Wir brauchen einen Aufleger in der Farbe Ihrer Wahl. Meine zweite Variante wäre jetzt mit dem Farbkarton Flieder. Also das werden wir jetzt nicht in Blütenrosa halten, sondern eben in Amethyst-Fliederfarben. Der hat 10 x 14 cm. Und dann nochmal ein Flüsterweiß als Aufleger. Und da lassen wir aber den Farbkarton nur ganz ein kleines bisschen rausschauen. Und da haben wir jetzt 9,7 x 13,7 cm. Und dann habe ich noch so ganz ein kleines Stück Restkarton. Und ich habe mir aus dem Stanzenset nur das Herz mit dem Love ausgestanzt, auch in Flieder. Das braucht man natürlich auch. Und das ist eigentlich alles an Vorbereitungen und dann können wir auch schon loslegen. Ich gebe mir da drunter jetzt einfach ein doppeltes Papier, ein Schmierpapier sozusagen. Die legen wir jetzt gerade mal ein kleines bisschen auf die Seite. Und das lege ich mir da drauf und die werden wir jetzt alle da schön färben. Wenn Sie jetzt gleich sehen, das geht wirklich ganz, ganz super easy. Für die Farben zum Einfärben verwende ich heute Lindgrün. Ein bisschen den Deckel reindrücken, dass wir da die Farbe haben. Dann nehme ich das neue Aventurin. Das vertragt sich super mit dem Lindgrün, finde ich mega schön. Und wir brauchen für die Blütenteile
Amethyst. Und Amethyst ein bisschen verdünnt, wird dann so fliedrig. Das finde ich passt ganz, ganz gut dann zum Papier. Okay, jetzt starte ich einmal mit dem Blätterteil. Und da lege ich jetzt so los, ich nehme natürlich da gern wieder meinen Wassertankpinsel. Und da lege ich jetzt so los, dass ich schon mal ein paar Blätter ein bisschen feucht mache. Dann hole ich mir ein bisschen von dem hellen Grün und fahre da einfach so ein bisschen wild drauf los rein. Das mache ich jetzt gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht so genau, sondern ich fahre da einfach so ein bisschen tap, tap, tap drüber. Dann hole ich mir schon mal ein bisschen ein dunkleres Grün und tapsel da auch dort und da so ein bisschen rein. Lass das da so miteinander sozusagen ein bisschen vermischen. Und wo man vorkommt, da ist jetzt der Übergang zu krass, dann mache ich halt einfach nur mal so ein bisschen drüber. Das geht ja gut, kann man sich ja da total spielen. Und da gibt es ja jetzt in Wirklichkeit keine Regeln, weil das eben so eine Aquarelltechnik sein soll. Und da kann man sich wirklich austoben und muss da gar nicht so exakt arbeiten. Es kann dort und da einfach einmal dunkler und einmal heller sein. Und das schaut dann einfach eben total gut aus, finde ich. Das wirkt dann, wenn es miteinander dann drauf ist, einfach total stimmig, schön. Und durch das, dass wir jetzt da die Blätter einfach schon gut anfärben, funktioniert das dann auch total gut, dass es eben miteinander so ein bisschen verläuft. Kann man eben da so ein bisschen, dann zieht es da so ein bisschen rum. Und das, finde ich, funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Und wenn es eben so dort und da ein bisschen kräftiger ist, dann macht es nichts, dann fahren sie einfach nochmal so ein bisschen rein und holen es dann ein bisschen Farbe dazu. Dann hat man halt da ein bisschen eine dunklere Stelle am Blatt. Ist eigentlich gar nicht tragisch. Immer dazwischen vielleicht einmal ein bisschen am Pinsel ein bisschen ausmalen, bevor man wieder frisch Farbe dazu holt. Man sieht schon, es wird einmal mehr, es wird einmal weniger und das darf es auch wirklich eben, wie gesagt, so sein. Soll so sein. Dass das wirklich ganz, darf auch ruhig so ein bisschen fleckig sein. Das ist ganz normal. Wenn man jetzt wirklich richtig Aquarelltechnik macht, dann ist es ja auch so, dass das ganz unterschiedlich ist. Und auch wenn es da jetzt am Kranz als solches ein bisschen wüst ausschaut, werden Sie aber dann sehen, wenn es fertig ist, schaut das richtig gut aus. So, gerne auch da mal so ein bisschen in die Spitze rein. Dort und da noch so ein bisschen nach, wo man merkt, da hat man noch ein bisschen zu wenig. Da hat man noch so hellere Stellen. Kann man gerne noch so ein bisschen nachjustieren. Da vertraut es noch ein bisschen mehr Kräftiges. Ja, und ich glaube, so lasse ich denn jetzt schon. Da haben wir vielleicht ein bisschen eine dunkle Stelle, da fahren wir noch mal so ein bisschen nach. Machen das da frisch ein bisschen kräftiger. So. Ja, und so ist er jetzt. Und ich finde, das schaut total gut aus. Jetzt trocknet es noch ein bisschen, dann wird es noch ganz ein Hauch heller wieder. Aber den legen wir jetzt einfach einmal so beiseite und lassen den einmal so trocknen. Geht total schnell, gell? Und ist total easy, weil man braucht sich eigentlich gar nicht wundern, wie bemühen in dem Sinn. Man kann eigentlich eh nichts verkehrt machen. Und jetzt ist das der Teil, wo ich das sind in Wirklichkeit eigentlich auch Blätter, aber ich mache aus denen so wie eine Art Blüten, Knospen, so ungefähr. Also ich möchte die Farbe haben. Und die Stiele selber möchte ich aber gerne so ein bisschen grünlich haben. Und von daher hole ich mir einfach das Lindgrün und fahre da so ein bisschen die Stiele entlang und ziehe mir da einfach so ein bisschen das Lindgrün rein. Und da fahre ich einfach einmal so die Runde. Es geht auch, Sie sehen, ziemlich ratzfatz dahin. Und wie gesagt, wir haben ja heute eben so eine Art Aquarelltechnik, da ist das gar nicht so, da muss das nicht so exakt sein, da darf das ruhig ein bisschen fleckiger gemalt sein. Das spielt gar keine Rolle. Einfach nur so drauf losarbeiten. Da muss man einfach ein bisschen mutig sein und vielleicht nicht sofort aufs Ergebnis schauen. Macht da durchaus Sinn, dass man sich da nicht zu sehr verkopft in dem Moment. Und jetzt dünne ich mir da ein kleines bisschen die Farbe aus, damit wir hell genug beginnen. Mal zuerst probieren. Genau. Und da fahre ich mir jetzt einfach so ein bisschen so quasi über diese Knospenteile mit der ganz hellen Farbe da drüber. Das mache ich auch gerade wieder so ein bisschen. Und dann hole ich mir wirklich ein bisschen dunkler dazu und fahre das ein bisschen rein.
Und durch das, dass da relativ viel Wasser jetzt drauf ist, verschwimmt es dann eben auch so ein bisschen nett miteinander. Das lassen wir echt einfach so ganz frech so trocknen. Das schaut noch richtig gut aus. So, da fahren wir jetzt wieder so ein bisschen mit dem Hellen zuerst drüber. Eben nicht zu viele auf einmal, damit man dann auch das wirklich noch nass genug hat, dass man da so ein bisschen reintupseln kann. Und wirklich einfach mit der kräftigen Farbe, also da ganz ins Kräftige reinfahren und einfach so ein bisschen drauf tippen mit der Spitze vom Aquarellpinsel oder vom Wassertankpinsel vielmehr. Und wenn das so wie da mal so kräftig ist, lasse ich es trotzdem einmal trocknen. Nacharbeiten können wir immer noch. So, dann geht es da wieder mit den nächsten paar weiter. Und ihr seht schon, ich fahre da über das Grün auch drüber bei den Blüten. Also da kann ich nichts. Das macht auch gar nichts. Das muss so, oder? Sagt die Gabi immer. So. Da ist ein bisschen wieder rein. Darf auch ruhig mal dazwischen ein paar dürfen auch ruhig ein bisschen heller sein. Sollte ja nicht alles ganz gleich sein. Lustig, das kriegt jetzt fast so ein bisschen einen Lavendelcharakter, gell? Witzig. Ich mag ja Lavendel total. Ich mag auch Lavendel voll gern riechen. Ich finde das total fein. Lavendel ist ein angenehmer Duft für mich. Also es erinnert dann wahrscheinlich ein bisschen an die Provence. Lustig. In dem Moment einen ganz lieben Gruß an alle unsere Franzosen, die ab und dann so ein bisschen reinschauen bei mir auf dem Kanal. Viva la France! So. Okay. Jetzt haben wir da noch ein kleines bisschen nachjustieren. Das ist mir jetzt ein bisschen zu kräftig. So. Okay. Gut so. Ich würde sagen, so lasse ich das. Schön, oder? So schnell gemacht und schaut total gut aus. Und auch das lassen wir da jetzt schön trocknen. Legen wir da jetzt dazu. Schaut, wie sich das dann nett vertrocknet miteinander. Herrlich. So, und jetzt werden wir da noch die Blümchen machen. Und die Blümchen machen wir auf ganz die gleiche Art. Das heißt, ich fahre da wirklich ganz frech drüber. Nimm mir die dunklere Farbe, tipsel da so ein bisschen rein. Nochmal ein bisschen die hellere Farbe. Und fahre da nochmal so ein bisschen raus. Und so macht man da wirklich Blüte für Blüte, fahren wir das ein bisschen rüber und lassen das Ganze dann gut trocknen. Da geht es schon ins nächste. Machen wir das ein bisschen rein. Und auch die Blüten dürfen ruhig ein bisschen lebendig sein, sollen sie auch. Schaut dann nur schön aus, wenn das ein bisschen was sich tut. Da kann man ein bisschen nachfärbeln. Da suft man jetzt ein bisschen aus. Na, die kleine auf die Seite. So. Dann pinseln wir noch über den da drüber. Tipseln da wieder so ein bisschen rein. Darf ruhig da in der Mitte ein bisschen kräftiger sein. Nach außen hin wird es dann eher ein bisschen heller. So, und da hole ich mir jetzt an der Stelle noch ein bisschen Lindgrün dazu. Ihr wisst ja. Ich bringe gern die Stielfarbe nochmals ein bisschen in die Blüte rein. Das finde ich ganz wichtig, dann schaut das einfach nur mal ein bisschen spannender aus. Und es passt einfach dann total gut zusammen. Und auch da hole ich mir kurz ein bisschen dazu und fahre das ein bisschen in die Blüten, in die Spitzen. Hole ich mir das Grün nochmal ein bisschen dazu. Und das war's. So sind jetzt auch die Blüten fertig. Die lassen wir jetzt auch einfach nur so ein bisschen trocknen. Den Pinsel streift man einfach aus, bis keine Farbe mehr drinnen ist. Und so kann der jetzt bleiben bis zum nächsten Projekt. Legen wir mal beiseite. So, die Blüten gebe ich mir jetzt da gerade runter von dem Papier, dass die schneller trocken werden. Legen wir die mal da zur Seite. Oh Mann, ich freue mich jetzt schon, wie schön das ausschaut. Und die Stempelkiste haben wir jetzt natürlich für heute schon ausgedient. Weil wir ja keinen wirklichen Stempelabdruck haben. So, jetzt können wir uns da schon dem ersten Kranz widmen. Und der ist jetzt auch schon wirklich gut trocken. Also den können wir jetzt ganz schön weiterverarbeiten. Und da nehme ich mir jetzt ein Falzbein und ziehe mir alle Blätter, die so lose da draußen sind, ziehe mir vorsichtig übers Falzbein drüber. So wie
man ein Geschenkband über die Schere zieht, so ziehe ich da die Blätter vorsichtig so ein bisschen was Falzbein. Die da so eingebunden sind, die nicht. Also ich nehme wirklich nur die so frei sind, aber die im Ganzen nehme ich nicht. Und man sieht jetzt da schon ganz schön, wie die ein bisschen Körper kriegen. Also die biegen sich so ein bisschen, wenn man es übers Falzbein drüber zieht. Und von daher eben da hinten gut festhalten, da wo der Stiel ist, gut festhalten, dass man es nicht runterreißt sozusagen von dem Kranz. Den lassen wir wieder aus und da geht es dann wieder weiter. Den lassen wir wieder aus. Also alle, was so ein bisschen drüber rausgehen, die können wir übers Falzbein ziehen. Denen verpassen wir jetzt ein bisschen einen Schwung. So, da. Und dann machen wir dasselbe auch bei den Innenblättern. Auch die kriegen jetzt ein bisschen einen Schwung. So schön, oder? Wunderschön. Schaut jetzt schon so gut aus. Jetzt haben wir noch gar nichts gemacht, außer die ein bisschen bepinselt. Ah, super, total cool. Okay, und jetzt können wir da schon weiterarbeiten und auch die sind schon ziemlich trocken. Und die kleinen Blüten, die ziehe ich jetzt alle nach unten. Ich drehe es praktisch um. Also die haben wir ja so drüber gezogen und die drehen wir jetzt genau auf die andere Seite und ziehen wir so ein bisschen drüber. Da halt auch vorsichtig sein, wir geben dem einfach ein bisschen eine Bewegung. Da sind sie dann ein bisschen interessanter zum Verarbeiten. Weil das soll ja, so ein Kranz soll ja schon ein bisschen eine Bewegung haben. Ne? Der soll ja nicht ganz flach sein, der soll ein bisschen 3D-mäßig sein. Kein einziges Blütenblatt ist ganz flach in dem Sinn oder auch Blatt, was am Strauch wächst oder wo auch immer. Es hat ja alles ein bisschen eine Bewegung. Und so eben auch die. Denen hauchen wir da ein bisschen Leben ein, sozusagen mit der Methode. So, und jetzt sieht man schon, wie das dann gleich cool ausschaut, oder? Jetzt kriegt das voll so einen Kranzcharakter. Jetzt könnte man die natürlich einfach so übereinander legen. Ginge natürlich, oder auch so. Aber mir ist dann vorgekommen, eines deckt das andere zu sehr ab. Also nur einfach so übereinander legen, egal ob so rum oder so rum, hat mir nicht so gefallen. Habe ich mir gedacht, das ist irgendwie, das eine streitet mit dem anderen. Und von daher habe ich das Ganze jetzt so gemacht, dass ich den habe ich ganz lassen und den habe ich mir einfach ein bisschen auseinander geknipst. Das heißt, ich nehme mir da einfach die Schere, suche mir eine Stelle, wo ich finde, dass ich es gut trennen kann. Bei mir wäre das jetzt zum Beispiel so eine Stelle, so wie da. Ich finde, ich lasse es sich jetzt sehr gut trennen. Und da schneide ich mir einfach mal da das Ding ab. Und dann gehe ich rauf und schaue, okay, wo kann ich das jetzt wieder gut trennen? Und das wäre bei mir jetzt an dieser Stelle. Da trenne ich mir das Blatt jetzt da runter. Und so habe ich so einen Teil. Und jetzt nehme ich das weiter und das trenne ich mir jetzt da ab. Und habe wieder so einen Teil. Und das Ganze kürze ich mir nochmal da ein. Und so habe ich jetzt 4 so Teile. Und 3 werde ich wahrscheinlich davon brauchen. Also beim ersten war es so, dass ich 3 verwendet habe. Und die setze ich mir jetzt einfach da rein. Irgendwo, egal wo. Ich fange einfach irgendwo an. Setze mir das so unten rein, dass so quasi dieser Schnitt versteckt ist. Und da muss man jetzt einfach ein bisschen friemeln. Gell? Ein bisschen suchen, wo das jetzt nett ausschaut. Und dann lasse ich das so ein bisschen ineinander gehen. Das heißt, ich schiebe das da zum Beispiel einfach so ein bisschen dazwischen drunter. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Und dann schiebe ich mir es aber da wieder irgendwo, ziehe ich mir es da wieder raus über die Blätter drüber. So, dass das da drinnen praktisch so ein bisschen hin und her geht. Also da ist drunter und dann lasse ich es da wieder so ein bisschen raufschauen. Und so verheddert sich das so mehr oder weniger eigentlich da drinnen miteinander. Und an der Stelle fixiere ich mir es jetzt da hinten gleich mit einem Tropfen Kleber. Das heißt, ich nehme mir jetzt ein bisschen einen Dombo, gib mir das auf den Stiel da drauf, auf den der da eben über ist, tue mir einfach ein kleines bisschen Kleber drauf. Mal vorne ein bisschen rausdrücken und dann gerade so ein bisschen, gerade so ein Hauch. Braucht nicht viel sein. Und mit dem bisschen fixiere ich mir das da hinten genau an der Stelle, wo auch da dieser Kranz sozusagen wächst. Also genau da, auf das Blatt hinten oder auf den
Kranzteil sozusagen hinten drauf. Und so sieht man das dann vorn gar nicht mehr, dass das jetzt eigentlich da an der Stelle geklebt ist. Und so fixiert sich das jetzt schon mal schön. Das dauert jetzt natürlich einen ganz kleinen Moment. Und so wäre es mir jetzt aber nur zu instabil, weil ich möchte ja nicht, dass sich das dann, also dass so wie jetzt da einer geht, sondern ich möchte ja, dass das wirklich schön da die Kranzform mitmacht. Und damit fixiere ich mir es dann da oben auch noch einmal. Und da nehme ich mir jetzt den Teil, also eh da, wo ich es abgeschnitten habe. Und da sehe ich jetzt gerade, da habe ich jetzt eine ganz kleine gerade Stelle vom Abschneiden. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, aber da, genau da habe ich es abgeschnitten. Und damit das da nicht so gerade ist, fahre ich da einfach mit der Schere her und versuche das ein bisschen abzurunden. Weil dann werden wir das gar nicht mehr sehen. Ich nehme einfach die Spitze da so ein bisschen weg. Und jetzt ist es rund eigentlich, also wie wenn es so aus der Stanzform kommen wäre, oder? Jetzt kann man das gar nicht mehr sagen. Und genau da gebe ich mir jetzt hinten ein bisschen Kleber drauf an die Rundung. So ein Tropferl. Und das fixiere ich mir jetzt da wieder an diesem Stiel. Und so macht jetzt das Zweigerl da das total schön mit. Und das mache ich jetzt genau das nächste Mal wieder. Das heißt, ich nehme jetzt einfach das nächste, schiebe das wieder irgendwo drunter, wo man vorkommt. Und dann versuche ich es halt wieder irgendwo gegenzuschieben, so dass man da halt wirklich so eine interessante Struktur hat und dass man immer wieder mal ein paar von den Blütendinger sieht und auch immer wieder ein paar von den Blättern rausblitzen sieht. Das finde ich dann einfach schön. Ich ziehe mir dann wirklich so wie da jetzt, ziehe mir dann einfach das Blatt so auf. Das hat ja ein bisschen Spiel. Nicht? Und damit ich das sagen kann, können wir das da auch schon wieder schön fixieren. Jetzt mal gerade da schauen, irgendwo rafft es noch. Aber da herum fixieren wir es jetzt trotzdem schon, weil mir das da total gut gefällt. Und da möchte ich auf keinen Fall mehr, dass sich das da irgendwie verändert. Und von daher gebe ich mir jetzt da hinten ein bisschen Kleber drauf. Weil da habe ich es gerade zufällig abgeschnitten, sehe ich. Da habe ich gerade die Schnittstelle. Und die Schnittstelle klebe ich mir jetzt einfach da mit diesem Blatt zusammen. Und damit sieht man das dann nicht mehr. Und dann passt das gut. Und da hat es alles wieder schön Bewegung. Und jetzt steht das da natürlich da rein. Und das will ich ja natürlich auf gar keinen Fall. Das heißt, ich muss schauen, warum geht das da nicht weiter rüber. Und wenn das da, geht eh. Kann man eh rüberschieben. Passt genau. Und damit gebe ich mir auch da wieder an diese Stelle, wo ich da den Schnitt habe. Kann man auch gerne ein bisschen abknicken. Passiert jetzt nichts. Geben wir da hinten wieder ein bisschen Kleber drauf. Ich hoffe, ich bin da über im Bild einigermaßen. Und setze mir das da hinten wieder auf diesen Stiel sozusagen auf. So. Okay. Jetzt machen wir da den nächsten. Da nehme ich mir jetzt den größeren Teil. Und den gebe ich mir jetzt noch da rein. Das heißt, ich beginne da. Da werde ich mir das jetzt gleich fixieren, weil dann rutscht das da nirgends mehr hin. Und das passt da schon. Gib mir auch da wieder so ein bisschen Kleber drauf. Ist jetzt nicht so besonders faszinierend, ist mir schon klar. Ist jetzt nicht so spannend. Aber man muss das vielleicht echt einmal mal angeschaut haben. Dann tut man sich vielleicht selber mit Basteln ein bisschen leichter. So. Und jetzt werden wir schauen, wie wir das da reinfriemeln. Da gebe ich das wieder unter das Blatt rein. Dann schiebe ich es vielleicht einmal da durch. Dann werden wir schauen, wie wir es da raufholen. Und da ist jetzt so eine Stelle, da komme ich jetzt nicht durch, weil da hängen die Blätter hängen da so zusammen. Gell? Und dann mache ich nichts anderes, als dass ich da mal aufschneide. So, dass ich die beiden so quasi da offen habe und dann kann ich nämlich die da durchschieben. Siehst du das? Dann kann ich da das da rausholen. Und dann habe ich es da wieder heroben. Weiß ja kein Mensch. Passt ja genau. Und so kann ich es da jetzt wieder fixieren und kann eigentlich auch beide Blätter da hinten ein bisschen fixieren. Gebe einfach auf die beiden, wo ich jetzt den Schnitt gesetzt habe, ein ganz kleines bisschen Dombokleber drauf. Und fixieren wir die beiden direkt nebeneinander auf dem Stamm oder auf dem Zweig. Dann sehe ich ja, vielleicht zieht sie da eine Blüte her oder was auch immer. Irgendwas fällt mir da dann schon ein. Ja,
Und so lasse ich jetzt meinen Kranz sein. Schön, oder? Das ist wie ein Lavendelkranzerl. So nett. Und den Teil behalte ich mir einfach auf für ein anderes Projekt. Das brauche ich sicher mal, das Zweigerl. Ja, gut so. Jetzt kommen unsere Kartenteile ins Spiel. Und wenn der Kranz jetzt so wie da nicht ganz rund ist, gell, dann kann man den ja ohne weiteres jetzt noch so ein bisschen zurechtbiegen. Da kann ja eigentlich nichts sein. Den kann man ja ein bisschen biegen und schieben, wie man mag. Und so wird der dann da drauf kommen. Und jetzt klebe ich mir als allererstes einmal die Basis da hinten drauf auf meinen Aufleger. Fahren wir da einmal, rundum die Runde. So, oder? Schauen, dass wir da schön mittig drauf sind. Da haben wir eben, wie gesagt, gleich ein kleines Rantel rundum. Einmal andrücken. Dann setzen wir da unser Kranzl drauf. Ich finde es so schick. Echt, ich finde das so hübsch. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wo platzieren wir uns das Love hin. Das fände ich jetzt da eigentlich total schön, oder? Das ist ja totaler Traum. Setzen wir genau da so her. Ganz super. Und da tue ich mir jetzt da gleich ein bisschen an Kleber. Wo mache ich es? Tue ich mir ein bisschen an... stopp. Jetzt möchte ich gern, weil wenn man da das Love einsetzt, gell, dann sieht man ja da durch. Und dann finde ich das nicht so, das finde ich irgendwie, das irritiert mich so, wenn da dahinter so viel los ist. Also habe ich mir gerade das Love genommen, habe hinten ein bisschen an Kleber drauf getan, sage ich euch gleich, einfach da rundherum um die Buchstaben, so ein bisschen, bin ich da rundherum gedüst, auch da beim O, und habe gerade so ein bisschen Kleber drauf gegeben. Und dann nehme ich mir so einen dünnen Reststreifen von Flüsterweiß und klebe mir den einfach da hinten drauf. Auch wenn da jetzt der Kleber drüber steht, so wie da, macht überhaupt nichts. Wichtig ist nur, dass es nicht da drüber über das Herz geht, über den Bogen da vorne, dass man das da nicht sieht. Das war natürlich blöd. Aber so haben wir jetzt da hinten einen ganz schönen, die schöne gleiche Farbe wie da, und dann fällt das gar nicht mehr auf. Oder war euch das aufgefallen, dass da hinten so ein Streifen drauf ist und trotzdem schaut es aber schön und sauber aus, oder? Das war, glaube ich, nicht im Bild. So, jedenfalls so. Und jetzt nehme ich mir einfach die Schere und fahre da ein bisschen unter das Herz rein, weil ich habe es ja nicht ganz nach vorne geklebt, und knipse mir das einfach so ungefähr in der Linie ab. Und das mache ich da herum auch. Vorsicht halt, dass man nicht ins Herz reinschneidet, das war doof. Und das ist dann wirklich Müll. Und jetzt haben wir das da total schön abgedeckt. Und jetzt können wir es da reinkleben. Das heißt, ich gebe jetzt da auf das Blatt ein bisschen ein Dombo drauf. Ist nur, dass es einmal hält. Dass es einmal fixiert ist. Und da setze ich mir jetzt das so rein. Drücke es da ein bisschen an das Blatt. So. Und jetzt kann das schon nirgends mehr hin. Jetzt ist das da schon perfekt positioniert. Und jetzt kann ich mir eigentlich da mein Kranzl schon sehr schön aufkleben. Und zum Aufkleben fürs Kranzl mache ich es einfach so, dass ich dort und da ein bisschen Kleber aufbringe. Und zwar wieder an den Stellen, wo man das Kranzl so quasi den, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, den Ring hat. Vielleicht sollte man es so bezeichnen. Also ich klebe es nicht an die Blätter an, sondern wirklich, ich meine, da, wenn da so ein Blatt ist, schon. Aber es geht mir eigentlich darum, dass ich die Blätter so viel Freiheit wie möglich lasse. Also ich gebe wirklich eher da einen Kleber drauf, wo der Ring ist sozusagen von dem Kranzl. Und da überall lasse ich wirklich frei, sodass sich das gut bewegen kann. Und dann setzen wir uns das so her. Und ich mag das gerne, wenn das Love da so ein bisschen runter geht. Und dann braucht man eigentlich nur das Kranzl dort und da so ein bisschen andrücken. Und dann passt das schon. Dann verbindet sich das da eh schon super drunter mit dem Flüsterweiß. Wunderbar, alles gut. Und jetzt möchte ich aber, dass das Love da ein kleines bisschen hoch steht. Und von daher gebe ich da jetzt einfach so ein Mini-Dimensionell drunter. Und zwar nicht eines, sondern zwei. Es braucht wirklich die doppelte Höhe. Das heißt, ich klebe einfach zwei Mini-Dimensionals so ein bisschen übereinander. Und nehme mir da dann die Schutzfolien runter. Einmal da und einmal da.
Und den Mini-Futzel da gebe ich mir da jetzt unter das Herz eine, unter das Love. Und so habe ich den Effekt, dass das Herz dann auch wirklich da so ein bisschen schief aufsteht. Und das gefällt mir total, wenn es da so ein bisschen weiter unten ist und da so ein bisschen weiter drauf steht. Und jetzt können wir da die ein bisschen hochbiegen natürlich. Soll ja alles ein bisschen Struktur haben, unser Kranzl. Soll ja ein bisschen Bewegung haben. Und jetzt kommen die Blüten ins Spiel. Die sind jetzt mittlerweile natürlich auch getrocknet. Und die drücke ich mir einfach da in der Hand. Mache ich da so wie eine Art Beuge und drücke sie da einfach so ein bisschen rein. Und durch das haben die jetzt da schon eine ganz nette Blütenform und das mache ich natürlich bei alle. Drücke mir einfach so ein bisschen in die Handfläche rein. Die Kleinen natürlich auch. Es geht sehr gut. Kann man denen da ein bisschen Struktur geben. Und dann werden wir sie gerade da auf dem Kranzl so ein bisschen verteilen. Oh Mann, ich liebe beide Varianten. Ich habe schon gedacht, das Blütenrosa kann, es kann nichts Schöneres geben wie Blütenrosa. Und jetzt finde ich aber das Flieder-Lila auch so schön. Ich glaube, ich flippe aus. Ist einfach ein Traum. So, jetzt weiß ich nicht, ich glaube, die große setze ich mal drunter. Oder? Das ist dann immer die Qual der Wahl, gell? Wenn man die Blüten da platzieren muss. Ist schon schön, oder? Sehr, sehr schick. Na, da braucht es eine große Blüte. Dann geben wir doch die große darauf. Setzen wir es so. Ja, so machen wir es. So ist es richtig. Schön. Und dann nehme ich mir einfach die Blüten und fahre da hinten mit dem Dombo einmal die Runde rundum. Also ich baue da ein bisschen einen Kleber rundum auf um die Blüte und setze die dann einfach an die Stelle her, wo ich mir gedacht gehabt habe. Tippe sie so ein bisschen an. Die findet dann schon irgendwo einen Punkt, wo sie anklebt. Das mache ich einfach bei alle rundherum. Tippe ich so ein bisschen an. So witzig, oder? Also so Grenze-Dinger, das ist echt einfach total meins. Das gefällt mir so gut. Und das da so, upsa, bleibt da. Nein. Da muss dann der Kleberradierer ran. So. Und die letzte kleine Blüte. Ist natürlich ein bisschen fummelig da. Aber kriegen wir auch noch hin. Soll es da sein? Da. So, jetzt lassen wir das ein bisschen antrocknen. Und einstweilen können wir vielleicht schon ein paar Steinchen setzen. Und jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich glaube, ich mag bei der Variante mal gucken, was da für Glitzi um ist. Was haben wir denn da so ungefähr? Ich glaube, ich mag da tatsächlich die kleinen weißen Steinchen. Bei der Variante habe ich ja diese die genommen, also die schönen perlmuttfarbenen. Aber ich glaube, da bei der mag ich jetzt tatsächlich einmal wieder ganz normale Steinchen haben. Setzen wir dies her. Und da die drei kleinen, auf die kleinen Blüten. So Glitzi geht einfach immer, oder? So Glitzer ist immer schön. Irgendwie, ich brauche nicht mehr. Wenn ich Glitzer habe, bin ich schon glücklich. So, Glitzi ist drauf. Dann, mal da schauen, das braucht noch ein kleines bisschen zum Trocknen, bevor der Kleberradierer ran kann. Und dann haben wir ja das schöne Band. Da schneiden wir uns einfach so ein Stück ab, ein bisschen länger als die Karte ist. Dann brauchen wir ein bisschen doppelseitiges Klebeband. So einfach so, zwei so Stickerl. Die zwei Stickerl, die nehmen wir jetzt einfach dahinter, wo das Band praktisch drüber gehen soll, auf die Rückseite her. Das heißt da unten.
in etwa da so. Einmal und zweimal. Dann können wir da schon die Schutzfolie abziehen. Und dann können wir das Band da fixieren. Und dann nehme ich jetzt total gern meine Bastel- und Silikonmatte, weil da drauf klebt mir jetzt nämlich die Karten nicht an. Das heißt, sie klebt schon ein kleines bisschen an, aber ich kann es ablösen. Und so kann ich mir jetzt die Karte hersetzen und kann mir praktisch, jetzt lege ich mir zuerst die Silikonmatte so her, dass die da schön auf einer Linie liegt. Dann kann ich mir da die Karte bündig drauflegen, unten, dass die da schön gleichmäßig ist. Und jetzt kann ich mir das Band nehmen und suche mir da eine Linie. Und die, also die Silikonmatte, die ist so, da sieht man es ein bisschen durch. Ich weiß jetzt nicht, ob man das über das Video sieht, aber in Natura sieht man das. Und da kann ich mir dann eine Linie suchen, wo ich sage, da möchte ich es gerne haben. Und dann habe ich den nämlich schön gerade drüber. Und dann ziehe ich mir es an der Stelle hoch und gebe mir das einmal da dahinter rein. Damit fixiert sich es da jetzt schon. Und dann muss ich einfach schauen, dass ich auf der gegenüberliegenden Seite in etwa auch an der Stelle, wo ich es da herüben habe, da herüben auch wieder ungefähr rauskomme. Und das müsste jetzt so in etwa da sein. Damit hebe ich mir es vorn fest an. Uch, jetzt habe ich es verrutscht. Dann halt so rüber. Und dann kann ich es dahinter reingeben. Und so habe ich es jetzt wirklich schön auf einer Linie drauf. Und das mag ich natürlich. Ich bin ja da so ein bisschen bingelig. So, und dann gebe ich an der Stelle nochmal ein doppelseitiges Klebeband drauf. Einfach reiße ich mir da nochmal zwei so kleine Stückchen runter. Und die gebe ich mir jetzt aber ziemlich an den Rand her. Vorsicht, da jetzt nicht zu fest runterdrücken. Also ein bisschen mit Gefühl arbeiten, dass man sich nicht vorne den Kranz platt drückt sozusagen. Und dann kann man da die Schutzfolie lösen. Na, jetzt. Und mit dem Dombo kleben wir uns den Rest der Karte dann auf. Das heißt, da keine Maschine rundum düsen. Dombo drauf. Alles gut. So, bin da ein bisschen drüber ausgefahren. Müssen wir natürlich wegholen. So. Gut, und dann kleben wir uns das Ganze schön mittig da drauf. Da jetzt vorsichtig, weil das doppelseitige Klebeband zieht natürlich schnell an. Da hat man dann nicht mehr viel Spiel. Aber ich glaube, so in etwa passt es. Upsasa. Dann einmal rundherum ein bisschen andrücken. Wunderbar. Super. Und jetzt, ganz zum Schluss, als Feinschliff, ihr wisst ja, ohne Winkauf Stella geht bei mir gar nichts. Und mit dem Winkauf Stella mache ich jetzt einfach noch ganz eine feine Linie um das Herz. Das heißt, da fahre ich gerade einmal so ein bisschen rundherum. Das wird man jetzt dann wahrscheinlich über die Kamera wieder genau gar nicht sehen. Aber in Natura kann man das super erkennen. Das schaut einfach nur mal ganz, ganz edel aus und passt noch total schön zum Glitzerpapier dazu. Das macht richtig einen schönen Effekt. Da hebe ich mir natürlich da das Grün ein bisschen auf, damit ich auch da drunter rein gut komme, damit ich das da fertig machen kann. Und da herüben auch. So, da fahre ich wirklich ganz konsequent die ganze Runde ums Herz rundherum. So, jetzt aber. Und jetzt ist sie fertig. Stück. So schaut es jetzt aus. Kann man das erkennen, das Winkauf Stella beim Herz? Bin mir nicht ganz sicher. Aber es schaut richtig schön aus, oder? Ist doch schick geworden. Und man sieht schon, es ist gar nicht so viel Aufwand und es ist eine wunderschöne Karte. Von lauter Kerze, von lauter Liebe. Na schön. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, das Projekt hat Ihnen wieder gefallen. Wenn ja, dann schenken Sie mir bitte ganz, ganz viele Daumen hoch. Und ja, wer mich noch nicht entdeckt hat, gerne auch meinen Kanal abonnieren. Ich mache ganz viele Online-Basteltreffs, immer Dienstag und Mittwoch.
Quatsch, Dienstag und Donnerstag ist immer Live-Basteln und Samstag, so wie heute, gibt es einfach das Kreativvideo. Schön, meine Lieben, ich wünsche ein schönes Wochenende und wer mag, sieht mir am Dienstag wieder live hier auf meinem Kanal. In dem Sinn, alles, alles Liebe, bleiben Sie gesund und tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.